Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz an einem ungewöhnlichen Ort. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, zum einen im Namen des Opladener Schutzfahrzeugs Leverkusen, der Unteren Denkmalbehörde Leverkusen, des Verkehrsverschönerungsvereins Opladen e.V. von 1874 und der Volkshochschule Leverkusen. Diese vier führen in diesem Jahr, wie auch im vergangenen Jahr, wieder gemeinsam das Geschichtsfest durch, mittlerweile das 16. Geschichtsfest. Und da der VVV in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen feiert, der EV sein 40-jähriges Bestehen feiert, haben wir uns noch einiges Besonderes für das kommende Wochenende überlegt. Und das möchten wir Ihnen heute vorstellen, zumindest ein Teil. Den Rest werden wir Ihnen am Donnerstag vorstellen. Heute soll es insbesondere um das Geschichtsfest gehen, für das wir dann im Anschluss mit dem Hauspersonal der Villa Römer und bekannten Opladener Persönlichkeiten dann in die Fußgängerzone gehen werden und entsprechend für das Geschichtsfest werben wollen. Und begrüße ganz herzlich Herrn Bürgermeister Warewski, den Vertreter des Oberbürgermeisters und hier ist die Schirmherrschaft über das Geschichtsfest. Ich würde Ihnen gerne die anwesenden Personen vorstellen, die auch alle was sagen werden zu den einzelnen Aktivitäten. Ich freue mich, dass der Vertreter der VR-Bank Bergstadt nach Leverkusen, Herr Hans-Jörg Schäfer, da ist er ja auch schon als Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hannover AG, seit vielen Jahren der Hauptsponsor des Geschichtsfestes ist, der aber heute in doppelter Funktion hier ist, einerseits als Vertreter des Hauptsponsors, aber auf der anderen Seite als ein Mitwirkender an dem diesjährigen Geschichtsfest, nämlich mit dem Gospelchor The Mountain Singers. Dazu kommt er sicherlich gleich auch noch. Ich begrüße Herrn Jochen Simon, als Vertreter der Denkmalbehörde, Mitveranstalter seit Beginn des Geschichtsfestes. Und ich begrüße die Vertreter des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Opladen, den Vorsitzenden Toni Blanker, den stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Esser und Frau Schumacher, die Geschäftsführerin. Und von Seiten des OGVs begrüße ich natürlich unsere drei Damen, Renate Blum, Susanne Arndt und Maria Lorenz, meinen Stellvertreter Ernst Küchler und Marvin Halfmann. Ernst Küchler und Marvin Halfmann sind für das spielerische Element sozusagen zuständig und werden dazu etwas sagen. Vom Ablauf her wäre es so, dass wir Ihnen kurz das Geschichtsfest vorstellen wollen und dann sozusagen die einzelnen Player zu einzelnen Elementen etwas berichten wollen. Und das Geschichtsfest ist auch in diesem Jahr wieder auf zwei Tage angelegt. Wir beginnen wieder mit einer Ausstellungseröffnung, die wir am Freitag vorstellen werden, am Samstag um 11 Uhr mit der Ausstellung für die Geschichte unserer Stadt. Dann gefolgt wie im letzten Jahr mit einem gemeinsamen Stadtrundgang, zu dem wird Toni Blanker sicherlich gleich etwas sagen. Am Sonntag dann der normale Ablauf, sage ich mal, der ist ja aber ein bisschen anders sich gestaltet. Wir werden die offizielle Eröffnung des Oberbürgermeisters um 9 Uhr haben. Anschließend oder gleichzeitig werden wir wieder eine Ausstellung, eine Sonderausstellung eröffnen, also eine zweite Ausstellung, dass das Thema des Tages auf dem Denkmal in den Blick nehmen wird. Wir werden Stadttouren durchführen, wo die Untere Denkmalbehörde verantwortlich zeigt. Wir werden Führungen durch unsere Ausstellungen machen, unsere gemeinsame Ausstellung machen. Wir werden aber in diesem Jahr auch zwei musikalische Höhepunkte haben, nämlich zum einen ein Konzert der Blue Mountain Singers am Nachmittag um 16 Uhr und am Abend auch neu traditionell unser Jazzkonzert, aber in diesem Jahr erstmals nicht mit Papa Joe's Jazzband, sondern mit Super Jazz aus Düsseldorf. Also eine Veränderung und die Neuerung, die wir darüber hinaus haben, ist, dass wir einige spielerische Elemente im Vorfeld haben werden, nämlich zum einen ein Leverkusen-Dunny-Click und zum anderen ein Leverkusen-Sudoku. Die werden wir Ihnen gleich noch vorstellen, sodass wir auch Bürger einladen wollen, sich spielerisch mit der Geschichte und mit der Stadt Leverkusen auseinanderzusetzen. Das können Sie auch gerne im Vorfeld tun. Wir haben nämlich schon eine Fragebogenaktion, einen Quiz ausgearbeitet. Wie gut kennst du deine Stadt? Und die Gewinner, die richtigen Einlösungen, werden an den Tag des Geschichtsfestes entsprechend prämiert. Das vielleicht vorab. Und dann würde ich an Toni Blankertz als erstes übergeben. Da unsere Zusammenarbeit in diesem Jahr ja auch durch unsere gemeinsame Ausstellung besonders geprägt ist und vielleicht kannst du ein paar Worte sagen. Ja, meine Damen und Herren, oder ich muss dir eigentlich berichten, wir haben nicht nur ein Chormitglied der Blue Mountain Singers hier, sondern zwei, egal wie groß sind wir auch. Wir könnten also fast schon mit dem Konzert anfangen, wenn unsere rauen Stimmen das mitmachen würden. Ein Tenor und eine Altstimme hätten wir schon.
Kann auch so fahren. Ja. Ich stelle jetzt erstmal die Befangenheit fest. Michael, wir sagten ja vorhin schon, dass wir in diesem Jahr beide unseren Geburtstag feiern wollen, der auch dann ist für eine Rückwärtsigkeit. Oh, wow. Und wir können in diesem Jahr auf 145 Jahre zurückblicken. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen eine gemeinsame Ausstellung oben in der Villa Römer, um einmal an Dokumenten zu zeigen, was beide Vereine im Verlauf ihrer Geschichte in und für Ortplanung so getan haben. Das sind wirklich interessante Dinge dabei, die zum Teil auch noch nie veröffentlicht worden sind. Ja, die Ausstellung der Geburtstag wird begleitet, natürlich auch wieder von einzelnen Veranstaltungen. So machen wir an dem Eröffnungstag wieder einen Rundgang durch Opladen. Diesmal nicht überwiegend an historische Stätten, wie wir das im vergangenen Jahr gemacht haben, sondern diesmal an die Stellen hin, wo beide Vereine ihr Markenzeichen hingesetzt haben. Das sind also nicht nur eine Menge von Skulpturen, sondern auch, wenn wir zurückschauen, hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein in den 145 Jahren nahezu 1000 Ruhebänke in Umlagen aufgestellt. Wir werden also oben von der Villa Römer losgehen, gehen durch den Rehbockpark, der ja auch ein markanter Punkt ist, wo wir alle beide mitgewirkt haben, gehen dann die Dörnerstraße, legen die Düsseldorfer Straße runter an die verschiedenen Punkte zum Opladener Marktplatz, wo der Kugelbrunnen steht. Leider immer noch an sehr versteckter Stelle. Wir suchen immer noch einen Platz in der Stadt, der wesentlich nicht schneller zu erreichen ist, aber für die Bürgerschaft besser zu erkennen ist. Denn da hinten vor dem Land des Lukas ist es doch, sagen wir mal, ein ganz schöner Standort. Vielleicht können Sie uns alle dabei helfen, einen solchen Standort, einen neuen Standort für diesen Kugelbrunnen zu finden. Wir gehen dann weiter in die Recklandstraße kommen dann an die Stelle, wo auch der Ortlader Geschichtsverein seine Marken hingestellt hat, und zwar Geschenke von Breckner sind es, glaube ich, gewesen, Telefonzelle, und die Ecke ist ja auch Brecknerplatz, gekennzeichnet. Ja, dann haben wir noch im Verlauf der Ausstellung, nicht an diesem einen Tag, sondern im Verlauf des Standes der Ausstellung, zwei Vorträge. Michael Gutbier hat sich dem Thema Bruno Wiefel verschrieben, denn Bruno Wiefel war ja der Mitgründer oder der Gründer? Der Patenonkel des Opladener Geschichtsvereins. Ich werde zwei Vorträge halten über das Opladener Artisianum und später Opladener Rathaus. Das passt ja dann auch wieder zu Bruno Wiefel, sodass wir da die Kette dann wieder geschlossen haben. Ja, vielen Dank. Ja, dann möchte ich gerne ganz herzlich begrüßen Herrn Paul Hebbel. Wir haben jetzt zwei ehemalige Oberbürgermeister unter uns heute, mit Ernst Küchler und Paul Hebbel. Und Paul Hebbel wird uns heute auch unterstützen bei der Bewerbung dieser Aktivitäten mit seiner Drehorgel. Und ich bedanke mich allen, die dann gleich auch helfen, für das Geschichtsfest und unsere Ausstellung zu werben. Ja, dann, wenn wir schon bei den Bürgermeistern sind, übergebe ich das Wort sozusagen an Herrn Barewski, vielleicht ein paar Worte aus Sicht des Schirmherrn zu sagen. Ja, ich kann als Schirmherr nur allgemein etwas sagen zu diesem Engagement, das hier zutage tritt. Der Opladener Geschichtsverein und der Verkehrs- und Verschönerungsverein Opladen haben ja eine lange Geschichte. Das ist ja heute auch, jetzt auch ja ein Anlass, zusammenzukommen
und das zu feiern, aber das auch mit der Feier zu verbinden, das, was in all diesen Jahren zusammengetragen worden ist, das auch der Bevölkerung dann weiterzugeben. Und was mir aufgefallen ist bei den Gesprächen im Laufe der Zeit ist, dass so viel Herzblut bei einzelnen Personen steht, das ist unbezahlbar. Das ist also nicht nur ein ehrenamtliches Engagement, sondern das ist vor allem eine Verinnerlichung dessen, was Leverkusen Oblast und Leverkusen ausmacht. Und insofern sind die beiden Geschichtsvereine, ich glaube, das haben wir auch in dieser Bedeutung, eine in Leverkusen, dass diese beiden Geschichtsvereine sozusagen die Seele Leverkusen sind. Und wenn man diese Geschichte, die Historie, wenn man die nicht betrachtet, sie bewahrt, aufbereitet und sie den Menschen nahe bringt, dann geht eine Stadt, dann ist eine Stadt geschichtslos und letztendlich auch gesichtslos. Insofern ist das ganz wichtig, dass dieses Engagement da ist. Und die Erfahrung auch in der Vorbereitung, da habe ich einen Teil noch mitbekommen, zeigt, dass die ehrenamtlichen Mitglieder fast Tag und Nacht arbeiten. Also ich kann das wirklich, so, das ist meine Wahrnehmung, bin davon überzeugt, dass das so ist. Da wird man auch abends angerufen, es wird nachts geschickt. Wenn etwas ansteht, also so etwas Umtriebiges, ist wirklich bewundernswert. Und insofern kann man nur sagen, das wird mit Sicherheit, wie auch alle Veranstaltungen vorher, das wird sicherlich einen großen Erfolg. Gut vernetzt auch hier mit dem Denkmalbereich. Also insofern, und ich will gar nicht darüber reden, noch die Vernetzung über Leverkusen hinaus, mit Jülich zum Beispiel oder mit den Partnerstädten. Und da ist noch einiges drin, das ich weiß auch, dass. Hier wird ja auch darauf verwiesen, da ich finde ich das ganz fantastisch, da ist der Odo dabei. Da gibt es ja auch erste Gespräche inzwischen auch mit der Odo, um auch da den Kreis zu erweitern. Und da ist so viel Potenzial. Das kann man einfach nur würdigen und sagen, vielen Dank. Das ist ein Beitrag zum Leben unserer Stadt und zu uns unserer Bürger. Danke. Dann will ich an den Herrn Schäfer übergeben, bevor wir dann zu den inhaltlichen Aspekte eingehen, in der Funktion sozusagen des Hauptsponsors, aber vielleicht besser auch gleich ein paar Worte zu dem. Genau. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, also einmal, wenn man so will, der erste Hut ist ja der des Sponsors, der VR Bank. Und wenn ich da so zurückschaue, dann haben wir, glaube ich, mit der Volksbank, sind wir, glaube ich, Partner der ersten Stunde des Opladener Geschichtsvereins. Und das ist eine ganz lange Tradition, dass wir mit dem Geschichtsverein zusammenarbeiten und auf der einen Seite punktuell Dinge gemacht haben, aber auch immer das Ganze von so ein bisschen Nachhaltigkeit geprägt war. Und ich glaube, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber seit einigen vielen Jahren der, in Anführungsstrichen, Hauptsponsor des Geschichtsfestes und kann mich auch so an den einen oder anderen schönen Tag da auf der Villa-Rose-Römer erinnern. Und das war auch einfach schön, dass wenn so eine Kontinuität dann auch anhält, denn wir haben ja im Jahr 2017 die Fusion gehabt, der Volksbank. Wir hätten eigentlich Reise nach Jerusalem spielen können. Ja, wir haben fusioniert ja und sind jetzt, und das haben Sie fehlerfrei gerade rübergebracht, VR-Bank Bergstadt Bad Leverkusen, der ein oder andere fremdet ja noch so ein bisschen mit dem Begriff. Und es war ja vielleicht auch so ein bisschen die Befürchtung da, dass durch diese Fusion, diese ehemalige Volksbank jetzt irgendwo in Bergisch-Gladbach ein klein wenig untertaucht. Ich glaube, diese Befürchtung ist nicht eingetreten. Man kann es auch daran sehen, dass gerade jetzt kommende Woche unsere Geschäftsstelle hier in Opladen, die komplett renoviert und umgebaut wurde, wieder eröffnet wird. Also wir sind und bleiben hier in Opladen und das Engagement für den Opladener Geschichtsverein wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Und ich denke, das ist eine schöne, lange, langjährige und gute Partnerschaft. Und dann freut es mich natürlich besonders, dass in diesem Jahr, wenn man so will, eine Koinzidenz stattfindet, dass wir also dann noch den zweiten Aspekt haben, dass die Blue Mountain Singers halt dabei sein können, mit Gabi Knobs zum Beispiel. Und wir haben, glaube ich, eine gute Truppe zusammen für diesen Auftritt. Und jetzt haben wir eben gehört, 125-jähriges Jubiläum vom Pers- und Verschönerungsverein, 40 Jahre OGV. Ja, und nächstes Jahr feiern wir nämlich schon 25 Jahre Blue Mountain Singers. Und wenn man so will, sind wir jetzt schon in unserem Jubiläumsjahr, was dann so Mitte nächsten Jahres den Höhepunkt erreichen wird. Aber eigentlich ist es auch so ein Auftakt zum Jubiläumsprogramm der Blue Mountain Singers, was dann am Sonntag stattfinden wird, und wir hoffen natürlich, dass es auch draußen sein kann. Also traditionell ist Wetter ja eigentlich immer ganz gut, ja,
Geschichtsfesten. Und ja, ich denke, das wird ein schöner Auftritt und wir haben ein spannendes Programm. Wir haben die Blomont-Szene, das haben wir an dem Wochenende einen richtigen ein Auftrittswochenende. Kann ich bei der Gelegenheit noch ein bisschen Werbung für machen, denn am Samstagabend singen wir im Altenberger Dom. Da gibt es eine Gospelnacht mit drei Gospelchören. Und das ist Samstagabend und dann Sonntagnachmittag sind wir dann halt an der Villa Römer. Freuen wir uns drauf. Ja, vielen Dank. Ja, unser langjähriger Partner, natürlich die Untere Denkmalbehörde, zeigt wie immer verantwortlich für die Rundfahrten. Das ist ja aber sozusagen das Kernstück, die offenen Denkmäler am Tag des offenen Denkmals zu besuchen. Es gibt wie in jedem Jahr zwei Touren mit drei Zielen im Norden und im Süden der Stadt, aber dazu wird ja auch Simon Gers zu erzählen. Ja, Kernpunkt der Rundfahrten ist natürlich Baudenkmäler der Bevölkerung näher zu bringen durch diese Busfahrten, wo wir dann die einzelnen Stationen anfahren und dann eben die ganze Sache ein bisschen erläutern. Der Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr ist der Motto Modern, in Klammern, ne? Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur, bei Baudenkmälern im Regelfall der Architektur, aber modern sind auch teilweise die Inhalte gewesen und aus diesem Grund haben wir uns dieses Jahr entschlossen, und das ist sogar einmalig bis jetzt, dass wir sowohl in der Nord- als auch in der Südtour drei Baudenkmäler zeigen, die gleichen Inhalt haben, nämlich jeweils eine Feuerwache, eine Kirche und eine Schule, sodass man auch da in unterschiedlichen Zeitstellungen die Umbrüche der Architektur erkennen kann und auch vergleichen kann, wenn man beide Touren mitmacht. Das sind im Detail der Tour von meinem Kollegen, Herrn Gregor Schlier, in Hittorf die St. Stephanus Grundschule aus den 20er Jahren, die Feuerwache in Leverkusen-Bürich aus den späten 20er Jahren und die Christus-König-Kirche, ebenfalls aus dieser Zeit. Und die kann man dann gegenüberstellen der Tour, die ich begleite. Und zwar sind das die Schule Freier vom Stein als ganz moderne Schule der 60er Jahre. Dann die Feuerwache in der Moskauer Straße als eine der ersten Feuerwachen im Leverkusener Stadtgebiet, die praktisch den Umbruch von einer alten Spritze im Schuppen hin zu einem wirklichen Zentrum der Feuerwehr gebracht hat und in der Waldsiedlung die Kirche St. Albertus Magnus. Auch das eine moderne Kirche und ich freue mich da schon, genauso wie mein Kollege Herr Schier, auf nette Gespräche und Rückfragen der Anwesenden, die dann im Grunde genommen Dinge klären können, die vielleicht immer mal gefragt werden sollten, aber man noch nie die Gelegenheit hatte. Eine Rückfrage gleich hier an der Stelle. Habe ich das richtig verstanden, dass beide Fahrten jeweils zweimal stattfinden? So ist es, genau. Okay. Also morgens im Norden, nachmittags im Süden oder morgens im Süden und nachmittags im Norden fahren. Man kann auch die Fahrten als Kombi buchen. Also die Buchung der Fahrten kann erfolgen über unsere Webseite www.geschichtsfest.de. Da gibt es ein Anmeldeformular. Man kann sich aber auch bei Reisebüro Herwig anmelden und dort auch gleich sein Ticket empfangen. Jeder Teilnehmer bekommt noch einen Verzehrgutschein und auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Denkmalkalender. Da sind alle Denkmäler, die wir besuchen werden, entsprechend dokumentiert und zwar in einer Gegenüberstellung. Nochmal eins, was wir gerade angesprochen haben. Hier haben wir die Feuerwache in Lübeck. Sieht man die Gegenüberstellung historisch, auch die entsprechende Erläuterung kurz zusammengefasst. Da wir aber nicht nur 6 Monate haben, sondern 12 Monate, haben wir in diesem Kalender insgesamt 13 Motive, 13 Denkmäler dargestellt. Das heißt, 7 Denkmäler sind hier dargestellt, die am Tag nicht besucht werden. Die können Sie sich aber anschauen, unserer Sonderausstellung Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur in Leverkusen europäischen Städten. Dann ist das Ganze noch angereichert um 6 Beispiele aus 6 befreundeten Partnerstädten. Jedes Jahr haben wir unsere Partner eingeladen, sich zu beteiligen. Und die Städte Recknell, Villeneuve-d'Ascq,
Ratibor, Ljubljana und Schwedt sowie unsere Freunde aus Jülich haben jeweils ein Denkmal beigesteuert. Und diese Sonderausstellung werden wir erstmals nicht außerhalb der Villa Römer zeigen, sondern parallel zu unserer Ausstellung in einem Raum. Und die ist dann auch länger zu sehen, damit sich auch die Arbeit, die unsere Freunde in den Partnerstädten und unsere Kollegen von der Denkmalpflege entsprechend gemacht haben, auch länger und nachhaltiger da ist, wird diese Ausstellung dieses Jahr erstmals länger zu sehen sein. Und wenn ich gerade die Partnerstädte angesprochen habe, wir erwarten auch Delegationen aus Bracknell, aus Vilnius-Dask, aus Schwedt und aus Ratibor, die aus Anlass des Geschichtsfestes und unseres 40-jährigen Jubiläums an dem Wochenende bei uns sein werden. Das ist eine schöne Geste. Wie gesagt, die Anmeldung zu den Fahrten über unsere Webseite oder bei Reise Woherweg und wie gesagt, jeder Teilnehmer hält nicht nur einen Zufriedenform und den Kalender, sondern auch ausführlichste Informationen durch unsere Fachleute, der Denkmalpfleger Gregor Schier und Simon. Das habe ich dreimal verstanden, dass man sich anmelden kann, kostet? Die Kostenbeiträge sind 10 Euro, wenn ich das... Man kann sich am Tag selber aber auch... Ja, kann sich auch... Kostet aber trotzdem Geld am Tag. Also der Kostenbeitrag ist 12 Euro an der Tageskasse, 10 Euro im Vorverkauf. Will man beide Touren mitmachen, ist der Preis 20 Euro bzw. 18 Euro. Genau. Gut. Das Besuchen der Ausstellung und den Blue Mountains Chor, der ist aber für lau. Genau, alles, was angeboten wird an der Villa Römer, ist kostenfrei. Also wir haben jetzt sozusagen den Tag der offenen Villa Römer. Das heißt, die Dauerausstellung, die beiden Ausstellungen, die wir an dem Tag vorher und an dem Tag eröffnen werden, sind kostenfrei zu besuchen. Aber auch die Konzerte von den Blue Mountains Singers, wie auch abends von Super Jazz. Es gibt Verpflegung, die ist natürlich zu bezahlen. Und Rundgang ist auch. Der Rundgang ist auch kostenfrei. Wir freuen uns natürlich über Spenden, aber wie gesagt, es ist ein kostenfreies Angebot. Und jeder Teilnehmer an den Fahrten bekommt wieder den Kalender. Der Kalender ist aber auch häufig zu erwerben für 10 Euro. Ab dem 30.09. am Tag des Geschichtsfest geben wir ihn für 5 Euro ab. Also ein absolutes Schnäppchen. Ein toller Kalender geworden, der dann entsprechend ausgegeben werden kann. Ja, Verpflegung ist auch gesorgt, da unterstützt uns in diesem Jahr erstmals das Deutsche Rote Kreuz mit ihrer Gulaschkanone und wir werden auch andere Speisen, Kaffee und Kuchen haben, Getränke haben, sodass für Verpflegung auch gesorgt ist. Und wir werden ziemlich viel Spaß haben und Spiele anbieten und da übergebe ich an den Marvin Halfmann, der zum einen mit einer Arbeitsgruppe, die im OGV gegründet wurde, sich über Gedanken gemacht hat über ein Quiz und ein Spiel. Ein Quiz im Vorfeld, um die Leute in die Villa Römer zu locken und ein Spiel, was wir vor Ort machen werden. Darüber hinaus, dann haben wir die Runde zur Erfahrung schon mit Ernst Küchler dann unser Leverkusen-Sudoku vorstellen. Ja, also Michael hat es schon angesprochen. Im Vorfeld hatten wir in unserer Arbeitsgruppe überlegt, wie man denn vielleicht auch ein neues Publikum zum Geschichtsfest vielleicht mal locken könnte. Und da ist uns relativ schnell eine Idee gekommen, eine Art Quiz zu machen. Hatten wir überlegt, ein Bilderrätsel zu machen oder stellen wir Fragen. Jetzt haben wir da so eine kleine Mischung versucht auszumachen. Da haben wir jetzt, glaube ich, 9 Fragen auf diesem Flyer, der auch in der Pressemappe vorhanden ist, gemacht. Die beziehen sich auf kulturelle Aktivitäten in Leverkusen, auf den Sportverein, auf Denkmäler. Und ich glaube, da haben wir was ganz Gutes hinbekommen, was, glaube ich, auch nicht allzu schwer sein sollte zu lösen. Dennoch glaube ich, dass 1-2 Fragen doch relativ schwer noch sein könnten. Zu gewinnen gibt es natürlich auch 3 Sachen, also zum einen die Publikation Leverkusener Wirtschaftsgeschichten und Kriegsende in europäischen Heimaten. Und Platz 1 ist dann eine Tagesfahrt, die man gewinnen kann. Man muss aber für den Preisübergabe an der Villa Römer sein, das ist ja auch das Ziel davon von dem Flyer gewesen, Publikum zum Geschichtsfest zu locken. Um 13.15 Uhr soll dann die 3 Gewinner ausgelost werden. Natürlich muss man die richtige Antwort gegeben haben. Und da hoffen wir, dass da viele mitgemacht haben oder viele am Sonntag noch mitmachen werden. Und ich glaube, das ist eine runde Sache. Daneben haben wir dann versucht, noch für das Geschichtsfest am Tag selber ein kleines Spiel zu entwickeln. Da sind wir dann direkt auf ein Bilderrätsel gekommen und in der Arbeitsgruppe, die auch zusammen mit Vertretern vom Stadtarchiv geführt wurde,
haben wir dann überlegt, sind wir auf die alte Sendung vom ZDF, kam die Dalli Dalli mit Hans Rosenthal. Ich denke mal, ein paar werden sie noch kennen und ich kannte sie bis dahin nicht. Auf jeden Fall war da wohl auch ein Bilderrätsel, wo immer einzelne Sektoren aufgingen und die Leute mussten raten, ach, was ist jetzt das und das Bild. Genau das Gleiche haben wir jetzt auch versucht zu machen mit alten Gebäuden, alten Straßenzügen, Persönlichkeiten aus der Stadt. Da haben wir jetzt 13 kleine Spiele gemacht mit jeweils 10 oder 11 Bildern. Darunter können auch die einzelnen Stadtwappen der Stadtviertel aus Leverkusen sein. Wir glauben, dass das schon teilweise ein bisschen anspruchsvoller ist, gerade wenn es um alte Gebäude oder alte Straßenzüge geht, die vielleicht heute so nicht mehr dastehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, sind alle lösbar. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder eine Kleinigkeit, also Verzehrbons oder kleine Süßigkeiten. Ein Spiel sollte ungefähr 10 bis 15 Minuten dauern, also eine Länge, die auch absolut in Ordnung ist, glaube ich. Gespielt soll immer 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 werden, weil sonst könnte es ein bisschen unübersichtlich sein und soll ja auch ein kleiner Wettkampfgedanke dahinter sein, dass man auch was gewinnen möchte. Ja, wir haben 13 Spiele, jeweils 10 bis 11 Bilder und ich glaube, wir werden im Kaminzimmer hoffentlich gute Resonanz finden. Ja, Sie haben ja schon bemerkt, wir machen dieses Jahr viele Dinge, um ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Motiven in die Villa zu locken. Und eine Zielgruppe sind diejenigen, die Sudoku-süchtig sind. Also ich gehöre zu dieser Gruppe und löse jeden Tag mindestens 3 bis 4 verschiedene Sudoku-Rätsel. Wer das schon mal gemacht hat, der wird verstehen, dass das ein ganz schönes Motiv ist. Aber wir wollen natürlich nicht einfach nur ein Zahlen-Sudoku machen, das ist zu simpel, sondern mir ist aufgefallen, die Sudokus arbeiten ja mit den Zahlen von 1 bis 9, dass wir 9 Partnerstädte haben. Und dann habe ich Uwe Bräutiger mal gefragt, kannst du mir mal die Wappen unserer Partnerstädte besorgen? Das hat er gemacht. Und dann habe ich überlegt, wie überträgt man eigentlich das Sudoku-Spiel auf ein Spiel nicht mit Zahlen, sondern mit diesen Wappen. Und das ist dabei herausgekommen und das wollen wir dann der Öffentlichkeit vorstellen, einmal hier in der Pressekonferenz, aber dann vor allem beim Geschichtsfest und wollen die Besucher oder die Interessierten oder auch die Süchtigen dazu gewinnen, selber einmal auszuprobieren, ob sie diese Sudokus lösen können. Wobei jeder, der Sudoku kennt, weiß, dass es unterschiedliche Kategorien gibt. Es gibt diese leichten Sudokus, es gibt mittelschwere und es gibt schwere Sudokus. Das hängt immer davon ab, wie die Vorgaben sind. Das heißt, wie viele Zahlen sind schon vorgegeben nach einem bestimmten Schema und wie viel muss man noch ergänzen. Die Spielregel ist ganz einfach für die, die das nicht kennen. Es geht darum, in einem Quadrat, das besteht aus 9 Feldern und jedes Feld besteht aus 9 Quadraten. Und in den Spielregeln, die Sie auch hier in der Mappe finden, wird das ganz einfach beschrieben. Aber für die, die das nicht kennen, nur noch mal ganz kurz zitiert. Füllen Sie die, jetzt ist solche Sudoku, das ist ein leichtes Sudoku, ja. Und die Aufgabe besteht darin, füllen Sie die leeren Felder, das sind diese Felder, so aus, dass in jeder Zeile, ja, und in jeder Spalte und in jedem Quadrat die Zahlen von 1 bis 9 beziehungsweise die Wappen der 9 Partnerstädte nur einmal vorkommen. Das ist die Aufgabe. Und das kann man nun individuell spielen, so wie man zu Hause in Ruhe mit Bleistift und vor allem mit Radiergummi Sudoku macht. So kann man das natürlich auch mit diesem Plättchen machen. Dazu gibt es dann diese Plättchen. Das sind die Wappen. Und dann nimmt man sich, so wie man eben beim Sudoku lösen auch die Zahl reinschreibt, nimmt man diese Wappen und versucht sie so zu legen, dass die Aufgabe dann
erfüllt werden kann. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Wir haben hier die Wappen der Leverkusener Partnerstädte. Sie sind mit Zahlen versehen, vorsichtshalber. Für Menschen, für die das zu schwierig ist, besteht natürlich die Möglichkeit, diese Blättchen auch umzudrehen. Auf der Rückseite, das ist das Wappen, von Israel. Das ist Wappen Nummer 4, das ist die Zahl Nummer 4. Ich habe hier. Und man kann das Ganze jetzt auch spielen mit den Zahlen, wie ein normales Sudoku. Und dann umdrehen. Ja. Man kann auch ein Blanko, das ist ein Blanko-Formular nehmen und selber, wenn man zum Beispiel im Standardzeiger oder in der Rheinischen Post, ist ja jeden Tag ein Sudoku drin, hat, dann nimmt man die Zahlen, die dort vorgegeben sind, trägt die hier ein oder legt entsprechend die Blättchen auf, dreht die um und dann kann man das spielen. Man kann das aber auch nur mit den Zahlen spielen. Aber dann kann man es ja auch direkt in der Zeitung machen. Das ist langweilig. Und so haben wir verschiedene Motive, die die Menschen zu uns locken. Das eine ist das Motiv, unbedingt wieder mal ein Sudoku zu machen, das ein bisschen schwieriger ist als nur mit Zahlen. Und das andere Motiv, bei der Gelegenheit eben auch nochmal ein bisschen was über die bunte Schar der Partnerstädte, die mit Leverkusen verbunden sind, kennenzulernen. Ja, man kann das später noch ausbauen, man könnte das auch gut über Smartphone machen. Sie finden auf jedem Smartphone eine App, eine Sudoku-App, ja. Dann könnte man das mal in die Sudoku-App, übertragen. Dann könnte man das ergänzen um Informationen über die Partnerstädte. Ja, was Einwohner hat das, wo ist das, wo liegt das, wie kommt man da hin und alle Informationen. Das könnte man alles hinterlegen und dann lässt sich das Ganze weiterspielen. Ich denke natürlich, ich habe immer auch natürlich so ein bisschen Vergangenheit im Kopf, ich denke, dass es für die Stadt Leverkusen auch interessant wäre, ein solches Spiel mal zu erwerben. Das kann man auch kleinformatiger machen und es den Partnerstädten zu übergeben oder bei Besuchen aus Partnerstädten es den Besuchern zu übergeben. Es gibt viele Anlässe, bei denen man das auch wieder verwenden kann. Wir wollen es erstmal ausprobieren, deswegen jetzt die Pressemitteilung und die Hoffnung, dass der eine oder die eine oder andere sich an uns oder an dem Fall auch nicht wendet während des Schießfests. Und dann machen wir entweder individuell, schaffen wir die Möglichkeit, individuell Sudoku zu lösen mit Wappen oder in einem Turnier immer zwei Personen oder zwei Gruppen gegeneinander Sudoku, um die Wette zu machen. Also wer zuerst die richtige Lösung hat, der kommt eine Runde weiter und das kann man dann weiter, muss man einfach mal schauen, wie viele Leute mitmachen, ob überhaupt Leute mitmachen, wie viele sind. Auf jeden Fall wird es motiviert. Ist, glaube ich, auch ganz hübsch. Sieht ganz hübsch aus. Und vielleicht wird ja der eine oder andere Bürger oder die eine oder andere Bürgerin von Leverkusen bei dieser Gelegenheit auch davon erfahren, wie viele Partnerstädte wir haben, welche Partnerstädte wir haben. Und es gibt ja auch hier viele Partnervereine, Partnerschaftsvereine, die Deutsch-Französische Gesellschaft, Deutsch-Finnische Gesellschaft, die vielleicht auch mal Interesse haben, sich über diesen Weg bekannt zu machen. Das ist es eigentlich. Wir wollen es ausprobieren. Ich glaube, mir hat das einfach optisch gut gefallen. Und deswegen, wir hatten im Vorfeld auch überlegt, sehe ich da zwei Möglichkeiten oder sehe ich das falsch? Wir haben es für das Geschichtsfest haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ein Blanko und jetzt gibt es Folien. Das ist jetzt ein leichtes Sudoku mit dem. Das wird hier aufgetragen, mit so einem Schwamm wird das aufgetragen. Da drauf, das kann man nachher wieder ablösen. Und wenn wir das Turnier machen, dann habe ich jetzt zwei gleiche Folien nebeneinander. Dann haben wir die zwei Leute sitzen oder zwei Gruppen, je nachdem. Und die fangen an und vielleicht stehen auch Leute wie bei so einem
Schachturnier. Leute drumherum und versuchen den Einfluss zu nehmen. Also entsteht auch so eine gewisse Gruppendynamik. Ich hoffe, dass schönes Wetter ist und dass man das im Freien machen kann. Das wäre am besten. Wie viel Verschiebung? Die leichte Version. Das ist die leichte Version. Wir haben im Vorfeld überlegt, ob wir das noch mit anderen Motiven machen. Wir haben ja überlegt, wo die Denkmäler reinnehmen und so. Aber es ist natürlich ausbaufähig. Wir haben aber gesagt, wir machen ja auch noch andere Spiele an diesem Tag. Nämlich, dass da die Klick, das nimmt dann Leverkusener Motive auf. Wir wollten eine Vielfältigkeit haben. Hier haben wir bewusst den Bezug auch zu den Partnerstädten genommen. Wir haben die so ein Kriegsfest seit vielen Jahren europäisch angelegt. Wir haben immer Gäste aus den Partnerstädten. Und haben gedacht, dann bringen wir diesen Aspekt jetzt rein. Und wir glauben, dass wir mit den verschiedenen Angeboten eine größere Lebendigkeit, die wir darüber bekommen und freuen uns auf die vielfältigen Möglichkeiten durch das Dali-Klick, durch das Quiz, durch das Konzert, dass wir einen sehr lebendigen Tag bekommen. Diesmal haben wir auch keine große, an den Wochen ist immer was los in Leverkusen, aber keine große Einzelveranstaltung wie in den letzten Jahren, wo wir auch parallel das Brückenfest hatten und so, was dann auch mal schwierig dann gestaltet hat und hoffen, dass es uns gelingt, mit diesen Angeboten, die auch weiter wirklich auch weiter genutzt werden können, weil auch weiter Möglichkeiten finden, sich mit der Stadt und der Geschichte der Stadt, aber auch mit den Partnerstädten auseinanderzusetzen. Ja, noch eine Frage dazu. Wie viele verschiedene Versionen haben Sie denn jetzt von dem Video? Drei. Und eine andere noch. Sie sagen keine große Gegenveranstaltung, das heißt die Demo für den Für- oder gegen Rastatt, das ist tralala. Schauen wir mal. Schöne Kurzreaktion. Halbe Stunde. Ja, gibt es Fragen an dieser Stelle? Die Termine sind alle einzeln im Programm detailliert dargestellt. Vielleicht zu dem Flyer, vielleicht die Besonderheit wieder. Wir haben wieder auf der Innenseite den kompletten Ablauf. Und wenn man es nochmal eine Seite aufschlägt, haben wir die von Jochen Simon angesprochenen 6 Denkmäler, die wir an dem Tag besuchen, mit einer Kurzbeschreibung, sodass das sozusagen auch nochmal etwas ist, was man mitnehmen kann, wo man eben Grundinformationen bekommt zu Leverkusener Denkmälern. Und ich denke, dass der Flyer so an sich dann auch schon mal ein ganz schönes Mitnehmen wäre. Ja.